Heute, liebe Zuschauer, können wir uns auf Spitzenfußball einstellen. Beide Teams gehören zu den internationalen Top-Nationen. Buschi. Absolut, Wolf. Und auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Freundschaftsspiel ist, es dürfte uns eine tolle Partie erwarten. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Und auch bei Ihnen sehen wir ein 4-5-1 heute. Das Spiel beginnt. Hier. Eriksen jetzt am Ball. Bendtner. Da kommt der Schuss. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Delaney. Sehr gutes Abspiel. Jetzt schießt er. Super Einsatz vom Torhüter. Der kommt gut. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Kone. Jetzt Karelis. Der Ball kommt gut. Und den hält er fest. Gut gemacht. Delaney. Und Eriksen. Bendtner. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Kone. Delaney. Højbjerg. Klasse aufgepasst vom Torwart. Er nimmt ihn direkt. Super reagiert.
ganz im Noch mal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Karelis. Ciolis. Oldier. Jetzt Eriksen. Nikolai Jürgensen. Bentner. Ciolis. Torosidis. Muss er jetzt machen. Heubier. Da bekommt er Unterstützung. Super Timing. Den Ball holt er sich. Kone. Eriksen jetzt. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Ja, das ist abseits. Er läuft Bruchteile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Eriksen jetzt am Ball. Jürgensen. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Delaney. Nikolai Jürgensen. Samaris. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Und nun Eriksen. Jürgensen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Jetzt vielleicht. Sehr gut reingespielt. Klasse abgefangen die Flanke, da musste der Torwart aber auch hin. Delaney. Eriksen jetzt. Torosidis. Kone. Gut gespielt, ist das die Chance?
Jürgensen. Delaney. Und Eriksen. Und da holt er sich den Ball. Das könnte gefährlich werden. Mitrolu. Nikolai Jürgensen. Jetzt Eriksen. Moras. Mitrolu. Gut gemacht, gutes Tackling. Yusuf Paulsen. Ciolis. Kone. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Und Ecke. Torosidis. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Der Ball kommt. Er versucht es einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz, obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Delaney. Mit einer knappen Führung gehen sie hier also in die Pause. Gerecht, Buschi? Boah, ja, ich denke schon, sie waren zumindest im entscheidenden Moment präsenter. Also, es wird mich nicht wundern, wenn sie den Vorsprung halten. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Durchgang 2 hat begonnen. Mitrolu. Macht er ihn. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtige Aktion da kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Er hat das Führungstor erzielt und klar, jetzt können sie den Gegner kommen lassen. Kier. Yusuf Paulsen. Da passt er auf und hat den Ball.
Heubier. Bentner. Gut geklärt, das war wichtig. Und nun Eriksen. Macht ihn! Postschuss! Der Ball ist im Aus, es gibt Abstoß. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Und nun Eriksen. Jakobsen. Bentner. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Samaris. Mitrolo. Timing passt nicht. Kein Druck hinter diesem Kopfball. Ja, und so kann er die Kugel nicht richtig platzieren und das Ding geht daneben. Und nun Eriksen. Da springt ihm der Ball in die Hand. Freistoß. Jetzt Karelis. Guter Körpereinsatz hier. Jetzt schießt er. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Hager. Nikolai Jürgensen, Delaney, Eriksen jetzt am Ball, Jakobsen, ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Bentner. Und jetzt ein Schuss. Der Abschuss geht dann doch deutlich daneben. Ja, sie haben ihn gut gestört. So war da eben nicht mehr drin. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Ja.
Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Tachtsidis, Samaris, Olivier. Schussversuch. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Bendtner. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen... Er versucht's! Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Kommen Sie noch mal ins Spiel zurück, Muschin? Wow, auf jeden Fall sah es schon schlechter aus. Jetzt ist es nur noch ein Tor. Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und nun Eriksen. Yusuf Paulsen. Højbjerg. Bendtner. Jørgensen. Gibt Abstoß. Schauen wir noch auf. Hier ist der Treffer. Gewaltschuss unter die Latte, da kannst du als Keeper nichts machen. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Yusuf Paulsen. Er zieht ab. Er trifft den Außenposten. Und der Ball ist draußen.
Abgepfiffen, es gibt Freistoß. Den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung. Der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Sechs Minuten sind noch zu gehen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jakobsen. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Mitrolu. Klasse Zuspiel. Geht er rein? Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Das könnte jetzt die letzte Chance für den Ausgleich sein. Sokratis! Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Müsste es sein. Grundeli. Kahlenberg. Eriksen. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Jürgensen. Olivas. Starke Flanke. Sokratis. Normalerweise macht ein Tor Vorsprung, hat am Ende gereicht, um dieses Testspiel zu gewinnen. Und viel wichtiger als der Sieg, auch wenn der natürlich schön ist, sind die Eindrücke, die der Trainer von den Spielern heute gewinnen konnte. Mit diesem Sieg tanken sie, obwohl es so ein Freundschaftsspiel war, Selbstvertrauen. Ja, es ging zwar nicht um Punkte, aber ganz ehrlich, auch einen Sieg im Freundschaftsspiel nimmt man immer gerne mit. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Er nimmt ihn direkt. Und er trifft.
trifft den Außenpfosten und der Ball ist draußen. Klasse Zuspiel, was macht er daraus? Da ist der Torwart da, gut gemacht.